Ja, guten Tag. Nächster Vortrag ist von Chris Adams über die Reduktion von CO2-Emissionen in der digitalen Welt und wie man Maßnahmen ergreifen kann, um die Reduktion, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren in eurem eigenen Leben. Hallo alle zusammen. Könnt ihr mich da hinten hören? Wenn ihr mich hören könnt, bitte haltet eure Hand hoch. Super. Mein Name ist Christian Adams und ihr findet mich unter Chris Adams auf praktisch jeder Plattform und ihr könnt den Vortrag auch hier auf dieser URL abrufen. Zunächst einmal über mich, falls ihr mich nicht kennt. Ich bin Chris Adams und ich mache gerne Startups in Bezug auf Umweltschutz. Und ich beschäftige mich halt viel damit, wie man den CO2-Fußabdruck berechnet. Und wir wollen halt mit unserer Mission erreichen, dass das World Wide Web grüner wird. Und das Ganze ist dann auch nützlich für euch, wenn ihr halt eure eigenen Dienste grüner machen wollt. Ich rede mit euch über die folgenden Themen. Zunächst einmal spreche ich darüber, wie man CO2-Emissionen berechnet. Und ich werde euch auch ein mentales Modell vorstellen, wie man CO2-Emissionen reduzieren kann und auch, was man dann danach, nach diesem Talk, selber tatsächlich machen kann und was die größten Herausforderungen sind. Zunächst einmal, wie man CO2-Emissionen misst. Könnt ihr bitte euch melden, wenn ihr das schon gesehen habt? Also, das hier ist der Wasserzyklus. Also, ihr wisst ja, das Wasser kommt, das Wasser steigt auf in die Wolken und kommt dann irgendwann als Regen wieder runter. Und man hat diesen Zyklus in der Natur. Und wir haben auch anderswo solche Zyklen. Es gibt auch einen Carbon-Zyklus, den man hier sehen kann. Hier sind einige Daten dargestellt, die etwas verwirrend sein können. Und das Ganze ist, das hier ist ein Diagramm von allen CO2-Emissionen in der Welt. Der graue Teil hier oben, das sind wir, weil wir auch aus CO2 zum Teil bestehen. Dann haben wir hier auch die Bäume. Und das Ganze ist natürlich auch, dass irgendwann Zerfallsprozesse auftreten und auch Bäume zum Beispiel zerfallen oder wir zerfallen. Und man sieht hier diesen großen Bereich an CO2, und dann gibt es hier unten natürlich diesen schwarzen Bereich, der halt die Kohlereserven darstellt. Und wir haben hier auch also atmosphärische CO2-Konzentration. Und man sieht halt das Ganze dreht sich natürlich auch um. Also es wird halt im Zyklus transportiert. Und um halt unseren Energiebedarf zu decken, haben wir angefangen, fossile Ressourcen zu verbrennen. Und das sehen wir hier. Und die haben halt diese CO2, also diese Energiequellen verbrannt, die CO2 enthalten und dann das CO2 freigesetzt. Und man sieht, dass halt auch dieser Kohlenstoff dann umverteilt wird. Und insbesondere sehen wir halt diese roten Punkte hier unten rübergewandert sind in diesen anderen Bereich. Und das ist das Wichtige. Und wenn wir über das Klima reden, das Wichtige, das man halt im Hinterkopf halten muss, ist, dass wir über CO2-Emissionen sprechen und dass wir das halt reduzieren müssen. Ich versuche das Ganze jetzt wirklich zu vereinfachen, damit Julia K. Steinberg von Twitter hat einmal
einmal dieses nette Symbolbild gezeigt, um halt möglichst einfach zu erklären, wie das Ganze funktioniert. Also, wenn man jetzt die Erde umwickelt mit Plastik, dann ist das im Prinzip das, was passiert. Dieses CO2 in der Atmosphäre sorgt dafür, dass die Erde isoliert wird und dass sie halt sich aufwärmt. Und ich denke, wir können halt verstehen, wie diese Dinge im Prinzip funktionieren und wie wir dann halt auch CO2 reduzieren. Das Ganze ist natürlich jetzt auf planetarien Switch. Ja, und wir bringen das mal runter auf den kleineren Bereich und Sachen, wo man selber was tun kann. Dann sieht das vielleicht so aus. Es gibt etablierte Arten, wie man die CO2-Ausstoß messen kann, wo man arbeitet. Und wenn es darum geht, wem die Firma gehört, dann geht es darum, wer die Verantwortung hat für den Ausstoß an CO2 und wer sollte die Reduktion machen. Und ich zeige dieses Diagramm hier, um einfach ganz langweilige Sachen nehme, um die, was interessant ist, nämlich heißen Kaffee. Man kann das sich so vorstellen, es gibt drei verschiedene Bereiche und wenn man einfach fossile Brennstoffe verbrenne, um einfach einen Behälter zu erhitzen, um Kaffee zu machen, dann verbrenne ich das selber und mache die Emissionen selbst. Und man kann das zum Beispiel aber auch in einem elektrischen Wasserkocher machen und irgendjemand anders verbrennt die Kohle, damit ich Strom habe, um das zu erhitzen. Das ist Scope 2. Und Scope 3 ist, wenn ich zum Beispiel in einen Laden gehe oder in einen Coffeeshop und all der Ausstoß ist in der ganzen Versorgung davon, in der ganzen Infrastruktur, die dahinter steckt. Und ich hier spreche ich ja zu Leuten, die was von der Technik verstehen. Und das sollte euch bekannt sein, dass alles voneinander abhängt. Und um das einfach etwas konkreter zu machen, hier ist ein gutes Beispiel. Ist jemand von Stripe hier? Stripe ist eine Bezahlfirma, eine Payment-Firma. Und ich zeige euch mal, was die machen und was ihr Ausstoß ist. Und ihr könnt es hier sehen. In 2017 waren sie CO2-neutral und haben da das bekannt gemacht. Und man sieht hier die verschiedenen Scopes. Es gibt hier die TCO2E und das ist im Wesentlichen einfach Kohlendioxid. Ja, und es gibt verschiedene Gase, aber die haben alle den gleichen Effekt und manchmal benutzt man einfach CO2E und die Gesamtsumme von allen Treibhausgasen. Und das ist einfach relativ wenig, weil sie nur ihr Scope 1 nur ihr Gebäude heißen. Scope 2 ist etwas mehr, um das Gebäude am Laufen zu halten. Und hier sieht man Scope 3, das ist riesengroß, weil sie auch dafür bezahlen, dass sie Infrastruktur haben und reisen und rumfliegen. Und so. Und wir können mal andere Beispiele angucken. Amazon zum Beispiel. Amazon hat ihre CO2-Emissionen dieses Jahr das erste Mal bekannt gemacht. Und um es kurz zu machen, ihr Carbon Footprint ist so groß wie vom ganzen Land Finnland. Und das ist natürlich richtig viel. Die machen viele Dienste. Deswegen hat man hier 44 Millionen Tonnen CO2. Und die haben viele Lager und viele Autos und Fahrzeuge, um Sachen durch die Gegend zu fahren. Und natürlich haben sie eine Versorgung und eine Supply Chain und haben deswegen riesige Scope 3 Emissionen. Und Google zum Beispiel. Google hat vergleichsweise klein verglichen mit Amazon. Und das ist wie das Land Liberia. Und Google hat ihre Emissionen öffentlich gemacht, wie man hier sehen kann, in Scope 1, 2 und 3. Und das ist die Energie, die sie verbrauchen. Und das hier ist die Energie, die sie angeblich verbrauchen, weil sie erneuerbare Energien einkaufen. Und wenn man das nicht selber machen kann in dem Versorgungsnetz, dann kann man die einkaufen. Google ist transparent, was das angeht, und in Amazon sieht man die Zahlen nicht. Diese Zahl könnte auch höher sein. Wir wissen es nicht. Und dann sieht man, wie diese Zahlen aussehen könnten. Und hier ist eine andere Firma, von der man vielleicht gehört hat. Oh, Apple. Ja, Apple, genau.
Apple, das sind die, der Ausstoß für nur ihre eigenen Datenzentren und so und Büros und so. Und das ist auch vergleichsweise relativ niedrig. Das sind die CO2-Emissionen von Gambia. Das ist ungefähr das Gleiche. Und man sieht hier, da sie erneuerbare Energien einkaufen, haben sie eine große Reduktion. Und man sieht hier, Scope 3 ist am größten, weil sie viel fliegen und große Büros haben, die irgendwo weit draußen sind. Da muss man immer hinfahren. Und die meisten Emissionen sind einfach von den Hin- und Herfahren. Und wenn man aber Apple anguckt, wenn man alle Produkte, die Leute kaufen, berücksichtigt, dann ist das natürlich viel groß. Dann ist so groß wie Mongolia. Und das sind viel mehr. Und man sieht hier, das ist, wenn man Apples eigenen Bericht anguckt, und die sind inzwischen recht transparent und ganz gut damit. Und man sieht hier, wo die Emissionen alle herkommen. Man kann die alle, hier drüben ist die Herstellung von den Maschinen, die sie bauen. Und wenn man diese Stelle sich anguckt, dann sieht man, dass ja ein bisschen Information hier ist für die Benutzung der Produkte, aber die Hauptsache ist die Herstellung der Elektronik. Und das ist, wie wir darüber denken, über CO2-Ausstoß und berichten darüber und wie wir das reduzieren können. Und jetzt zeige ich euch mal dieses mentale Modell. Und ich nenne das Plattformpakete und Prozesse. Und es geht darum, dass man was nehmen, nämlich irgendwas ganz Abstraktes wie dieses Scope 1, 2 und 3 und wie man da was machen kann im Team, in dem ihr arbeitet. Und es mappt ungefähr, es lässt sich abbilden auf die Gruppen vielleicht, in denen ihr arbeitet, Frontend-Developer, Backend-Developer, Designer, Produktmanager, und es versucht, das irgendwie abzubilden. Und Plattform ist vielleicht die Infrastruktur, Pakete sind die Infrastruktur, die andere Leute betreiben, und Prozess sind die Entscheidungen, wie eure Firma dann Emissionen macht. Wenn man einen großen Campus hat, der irgendwo weit draußen ist, da muss man hinfahren, und dann erzeugt das viele Emissionen. Und gehen wir mal durch. In Scope 1, 2 und 3, die ich euch gezeigt habe, das ist ungefähr, wie sich das abbilden lässt. Und es sieht vielleicht, findet ihr da Aktivitäten wieder, die ihr macht, die Emissionen erzeugen. Auf der Plattformseite, wenn man selber Infrastruktur betreibt, dann ist das Scope 2, und ich zeige euch die anderen im Detail nachher. Und dies hier ist das Modell, was ich euch zeigen will. Und gucken wir uns mal Plattformen an, Infrastrukturen, die du selbst betreibst. Und ich zeige euch was euch vielleicht nützlich ist für euch. Es geht um die Beschaffung und die Lieferanten. Und ich zeige euch jetzt das Letzte hier, nämlich die Programmiersprache. Und da geht es um Sachen von gestern. Aber ich mache mir auch Sorgen darüber, dass vielleicht Leute dann ihre Mistgabeln rausholen. Aber Bereitstellung, Provisioning. Und wenn man Dienste anbietet, ist das, worum es hier geht. Dieser Graph hier ist ein Graph von dem CEE Power of Wireless Cloud. Und das zeigt, wie sie das Internet benutzen. Und dann kriegt man eine Idee, wie wir das Internet benutzen. Nämlich nicht immer gleichmäßig über die Zeit, sondern im Wesentlichen, wenn man Mitternacht ist relativ viel, und dann, wenn wir schlafen gehen, ist es immer weniger, und wenn wir aufstehen, dann kochen wir vielleicht Kaffee oder so, und wenn mehr Leute kommen zur Arbeit, dann brauchen wir mehr, und dann geht man nach Hause und guckt vielleicht Netflix, und dann gehen wir wieder ins Bett und dann sind wir wieder da, und es ist ein Muster. Und wenn man das analysiert, vielleicht mit eigenen Tools oder so, dann sieht man diese Wellen und Muster und wie das alles funktioniert. Und das sollte man im Hinterkopf behalten, denn normalerweise, wenn wir Dienste anbieten, wie eine Website oder Videostreaming oder so, dann, wie wir das bisher gemacht haben, wir haben einen riesen Server gekauft, der die Spitzenlast verarbeiten kann. Und das haben wir so akzeptiert, weil Bereitstellung einfach schwierig ist. Und wir haben diese Riesenbox, die dann einfach sich die meiste Zeit langweilig und hoffen, dass wir dann die Spitzenlast verarbeiten können. Aber das, der Nachteil ist, wenn wir wirklich den Sprung machen zu Cloud Computing, dann ist es nicht so schwierig. Computer brauchen Energie, und wir verbrennen fossile Brennstoffe, um die Elektrizität zu machen. Und aus dem vorherigen Beispiel, wenn wir jetzt diese Riesenkiste haben,
dann verbrennen wir einfach Geld für die Kapazität, die wir nicht benutzen. Aber wir verbrennen auch fossile Brennstoffe. Und wir haben andere, bessere Wege, diese Infrastruktur zu betreiben. Und vor 10 bis 15 Jahren haben wir Maschinen abstrahiert, um die einfacher zu managen. Und virtuelle Maschinen oder Container oder was auch immer ihr lieber benutzt. Aber im Wesentlichen ist das Muster, wir machen etwas abstrakter und dann machen wir es einfacher, das zu starten und runterzufahren, je nach der Nachfrage. Und dann ist es besser. Dann haben wir etwas wie dies hier. Wir verschwenden Wehrgeld und wir verschwenden immer noch Geld, aber wir verbrennen auch immer noch fossile Brennstoffe. Und es gibt neue Sachen, die relativ neu sind, in kurzer Zeit erst. Und das sieht erst, ja, wir haben irgendwie serverlose Funktionen. Und das hier ist interessant, denn wir haben einen Preis gekriegt für die effiziente Nutzung. Denn wir zahlen nur dafür, was wir brauchen. Wir zahlen nur ganz spezifisch für das, was wir brauchen und zahlen nicht, wenn wir es nicht brauchen. Und theoretisch könnten die Sachen dann einfach runtergehen. Und wir haben eine direkte Abbildung zwischen der Benutzung und dem, was wir bezahlen. Und es ist aber ein Trade-off. Und die Anzahl der Provider, wenn man ein Tool wie dieses benutzen will, und versucht das abzubilden, dann gibt es nur eine kleine Anzahl von Leuten, die das bereitstellen können, wenn man sowas machen will. Und dann gibt es zum Beispiel Microsoft Stacks oder Google oder AWS. Und dann haben wir ein Problem hier. Wenn wir wirklich uns um uns Klima kümmern wollen und wir Probleme lösen wollen und professionell bleiben wollen, dann können wir nur zwei von diesen Sachen wählen. Wir kümmern uns um fossile Brennstoffe wegen der Klimakrise und das EU-Parlament hat das auch beschlossen. Und wenn man wirklich Online-Dienste anbietet, dann wisst ihr auch, dass es eine Verschiebung gibt im Hosting, nämlich weil Infrastruktur zu betreiben sehr kompliziert ist. Und wenn man das einfach kaufen kann, anstatt es selbst zu bauen, dann ist das viel einfacher. Und das Letzte ist, ja, aber wenn wir Oligopolien vermeiden wollen und diverse Ökosysteme haben wollen, dann haben wir nicht so viel Auswahl, wenn wir das wollen. Wenn wir das machen wollen, dann, wie wir gestern gesehen haben, Oliver hat darüber gesprochen, wie viel Infrastruktur was man macht, wenn man das selbst betreiben will. Und wir haben diese Konsolidierung, wenn man nur einen Service hat und diese anderen Dienste alle dazu kaufen will für die Firma. Und es sind halt Abwägungen, die man berücksichtigen muss. Und Anbieter sind halt auch eine weitere Entscheidung, die man treffen muss. Ich habe anfangs erwähnt, dass man einfach Emissionen reduzieren kann, indem man eine andere Region wählt, wo man seine Cloud-Dienste betreibt. Und hier ist, das ist ein Diagramm von jemandem, der das zeigt, wo die verschiedenen Rechenzentren sind. Und man sieht halt auch, welche Regionen nachhaltiger sind. Zum Beispiel jetzt hier an der Ostküste der Vereinigten Staaten ist es halt eher ein nicht so grüner Bereich. Aber auf der linken Seite, an der Westküste, sieht man halt viel mehr nachhaltige Rechenzentren, weil mehr Wasserenergie zur Verfügung steht. Und daher kann man Emissionen einfach dadurch reduzieren, indem man halt einen besseren Standort für seine Cloud-Server wählt. Und das Ganze kann man dann halt auch erweitern, basierend darauf, wo man in der Welt ist. Denn das kann beeinflussen, wie intensiv die Emissionen sind, die man produziert. So, wenn man jetzt zum Beispiel sich Frankreich anschaut, ja, ziemlich grün, aber es ist leider voller Nuklearenergie. Also es ist halt wieder eine Abwägung. Und naja, Deutschland ist auch nicht so toll und Großbritannien, naja, auch nicht. Aber man sieht jetzt hier auch Polen, also leider sehr, sehr kohlelastig. Und wir haben hier die nordischen Staaten ganz oben. Da gibt es halt viele Berge, sodass sie halt auch viel grüne Energie erzeugen können. Und daher, je nachdem, wo man in der Welt ist, kann man halt weniger Emissionen erzeugen.
Und etwas, was wir machen in meiner Stiftung, ist, dass wir ein Verzeichnis erstellen, sodass es einfacher ist, das Richtige zu tun. Und wir bieten auch eine API, also eine Programmierschnittstelle an, und wir stellen Datensätze bereit. Und damit könnt ihr bessere Entscheidungen treffen. Und es gibt dann natürlich noch die Energiemärkte. Wenn man jetzt mit Computern arbeitet und dafür verantwortlich ist, und je mehr man mit der Cloud arbeitet, dann sieht man auch viele Parallelen zum Energiemarkt. Und es gibt halt seltsame Beziehungen, die man sieht. Also jetzt zum Beispiel in Europa oder auch anderen Orten in der Welt. Es gibt halt Orte in der Welt, wo die Kosten von Elektrizität negativ ist. Zum Beispiel, wenn es ein Tag sehr sonnig oder sehr windig ist, dann ist es besser für das elektrische Netz, Leute dafür zu bezahlen, Elektrizität abzunehmen, um das elektrische Netzwerk stabil zu halten. Und die Konsequenz ist halt, dass es halt negative Kosten gibt. Und dann gibt es natürlich Leute, die dann das auch ausnutzen und auch um halt Elektrizität immer dann zu ziehen, wenn es günstig ist. Und Entwickler können natürlich jetzt auch Berechnungen später durchführen. Und hier haben wir ein Beispiel aus dem Vereinigten Königreich. Da hat man verschiedene Countdowns, wo man sehen kann, wo man halt planen kann, wann man bestimmte Dinge berechnen sollte, wo sie halt günstiger zu berechnen sind. Und man sieht halt solche Dinge im Bereich, dass das immer mehr zunimmt. Hier haben wir eine wissenschaftliche Veröffentlichung, die dieses Jahr veröffentlicht wurde mit diesem Thema. Und die Idee ist, von dem Paper ist halt, die Docker-Container immer dann laufen zu lassen, wenn die Energie billig war. Und sie haben halt geschaut, okay, wo ist es gerade sonnig? Und sie haben dann mit Microsoft zusammengearbeitet, um das Projekt umzusetzen und die Berechnung dort immer durchzuführen, wenn es gerade günstig war, weil zu viel Elektrizität verfügbar war. Und wenn wir uns anschauen, oder wenn wir darüber nachdenken, wie ein grüneres Internet aussehen könnte, dann sieht man halt auch Dinge wie die Energiewende in Deutschland. Und da hatten wir tatsächlich billige, grüne, verteilte Energie. Und was man zu Deutschland sagen muss, ist, dass es halt ein sehr unterschiedliches Elektrizitätsnetzwerk hat. Und es gab halt nur eine Handvoll sehr großer Energieanbieter anstatt vieler kleiner Anbieter. Und es ist eigentlich vorteilhafter, wenn man viele kleinere Anbieter hat, um halt Diversität zu haben. Und wie wäre es jetzt, wenn man wenn man auch die Firmen sich entsprechend aussuchen könnte, wo es gerade günstig ist. Und wie wäre es jetzt, wenn man eine Digitalwende forcieren würde und sich anguckt, was müsste man tun, um eben auch die das Laufen von Programmen entsprechend zu verteilen? Wenn man sich jetzt auch Programmiersprachen anguckt, verschiedene Programme haben verschiedene Ziele und daraus lassen sich auch Ziele ableiten, womit man bestimmte Ziele am besten erreichen kann. Das ist Hannes. Er präsentiert hier seine Studien zu
This is how he was running this stuff before. Then when he switched to using unikernels, he saw memory usage. Und hier sehen wir halt, dass wenn man Unikernels und andere Programmiersprachen verwendet, dass man massive Energieeinsparnisse haben kann. Und wir hatten halt wirklich eine zehnfache Reduktion des Energieverbrauchs. Und das ist wirklich etwas sehr Beeindruckendes. Und es gibt auch wissenschaftliche Veröffentlichungen, die sich damit beschäftigen. Und es kommt halt immer darauf an, was man machen will. Und dann kann die Sprache eventuell sogar optimiert sein für das, was man vorhat. Und heißt das jetzt, dass wir immer alles in OCaml und Rust schreiben sollten? Nein, das ist nicht unbedingt immer die beste Entscheidung. Nein, es gibt halt verschiedene Faktoren, die man berücksichtigen muss. Und es ist nicht unbedingt so, dass die Mikrooptimierungen, die diese Sprachen anbieten, immer der beste Weg sind. Es ist immer eine Abwägung zwischen verschiedenen Faktoren, die spezifisch sind für das Problem, das man lösen will. Das ist halt die Idee für Plattformen. Lasst uns über Pakete sprechen. Hier geht es um Infrastruktur, die man nicht unter Kontrolle hat. Man kann halt den Rest des Internets nicht kontrollieren, was ja auch gut ist. Aber was man kontrollieren kann, ist halt, wie viel Daten man über das Internet sendet. Wenn man jetzt nachschaut, wie viel Energie sendet man durch das Netz, wir haben leider schlechte Nachrichten. Wir sehen halt, dass die Webseiten alle immer größer werden. Also jetzt, um das mal zu vergleichen, das Originalspiel Doom ist immer noch kleiner als die durchschnittliche Webseite heutzutage. Und dann ist halt auch die Frage, schickt man die Daten über ein kabelgebundenes Netzwerk oder über ein kabelloses Netzwerk? Und dann gibt es halt auch noch Mobilfunk. Also wenn man jetzt über Webseitenbudgets denkt, genauso wie man halt Kohlenstoffdioxid-Budgets betrachtet, man kann die Sachen halt eins zu eins im Prinzip übertragen. Wir haben halt uns angeschaut, wir haben halt unser Projekt Greenhouse gestartet und man schaut halt für eine Webseite mit unserem Dienst, was sind so die Anforderungen, wie viel Daten werden übertragen und was ist dann der CO2-Ausstoß, den wir sozusagen vorhersagen. Aber es geht halt auch darum, ein ethisches Web zu schaffen. Denn wir als professionelle Entwickler müssen halt uns auch mit diesen Fragen in Bezug auf Umweltbelastung beschäftigen. Und wenn man jetzt zum Beispiel jetzt, was ich auch noch zeigen will, ist, das heißt jetzt nicht, dass wir alles optimisieren sollten und dann wird es schon gehen, aber das Ding ist halt, wenn wir jetzt an Videos denken, das hat halt einfach den gesamten Web-Traffic neu definiert. Das ist einfach so massiv, was an Daten transferiert wird. Also 60% aller Daten, die übertragen werden, sind Videodaten. Und das ist halt aus dem Jahr 2018. Also das ist halt der CO2-Fußabdruck von Spanien. Und dann sind halt Sachen wie Video on Demand oder Netflix halt deutlich angestiegen. Und wenn man jetzt zum Beispiel jetzt Pornografie anschaut, das ist ungefähr so viel CO2 wie Österreich produziert. Und jetzt möchte ich über Prozesse sprechen, also wie euer Unternehmen im Prinzip arbeitet. Und also ich denke, es ist einfacher, das gesamte Internet grüner zu machen, anstatt Leute davon abzuhalten, Pornos zu schauen. Also, was kann man konkret machen, abseits von Computern?
Es gibt zwei Arten, wie man das betrachten kann. Also man kann halt, es gibt halt Sachen, die halt nicht sichtbar für den Endnutzer sind. Also Holgren Digital hat beispielsweise WordPress verbessert, um sie wollen halt, also Switch. Ja, und was sie gesagt haben, ist, die haben diese Zahlen angeguckt und haben auf grüne Infrastruktur umgestellt. Und was sie haben auch geguckt, wo sonst noch sie Emissionen haben und was sie darüber tun können. Und viel von dem kommt einfach vom Reisen und Büroenergie und das meiste kam davon, dass sie hin und her gefahren sind, vom Pendeln. Und es ist einfach nur mehr als nur mit Computern rumspielen und Sachen zu optimieren. Und das war nützlich und dadurch wurde einige andere Arbeit von der Greenwood Foundation inspiriert. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben dieses Modell genommen und wir haben NVCC und das ist Minimum Viable Carbon Calculator und ja, das gibt einige andere Abkürzungen noch. Was wir gebaut haben, wir haben ein einfaches Spreadsheet gebaut und Leute können einfach relativ einfach sehen, das ist das, was wir machen und wenn wir dieses Webprojekt angucken und sehe ich, wie viel Energie verbraucht wird, um Leute in Häusern kalt und warm und warm und trocken zu halten und wir verfolgen das auch weiter. Und wir machen das, damit Leute eine Idee haben, woran sie arbeiten wollen und sie können nicht einfach nur das berichten und jedes Jahr berichten und es ist sehr langsam, ein sehr langsamer Debugging-Zyklus und wir müssen immer noch F5 drücken, bevor wir die Klimakatastrophe haben und dies ist aber ist ganz offen, man kann das Template selbst verlinken und wir haben, als wir daran gearbeitet haben, haben wir einiges festgestellt, nämlich Leute, die viel pendeln, fahren mit dem Fahrrad und haben keine Emissionen, aber es ist ein Argument, wie wir zum Beispiel eine Webseite designen. Wir haben ein riesen Hintergrundvideo gefunden und das hatte denselben CO2-Fußabdruck wie die gesamte Reise- und Pendeltätigkeit für das ganze Projekt. Und so haben wir hier messbare Reduktionen und das ist einiges von dem, was wir hier jetzt machen. Und das nach außen gerichtet Prozess und was sind die Emissionen durch die Benutzung von euren Endbenutzern? Das Beispiel, was ich anführen möchte, weil ich die Firma mag, Fairphone. Fairphone kennt ihr wahrscheinlich, die sind das kanonische, fair gehandelte Smartphone. Und es gibt einige gute Sachen, was sie machen. Und sie veröffentlichen auch viele Informationen über ihre CO2-Emissionen und was sie machen, um die zu reduzieren, auf eine ehrliche Art. Und das ist wirklich gut. Und wir haben das veröffentlicht, so wir können es lesen. Und in den letzten 5 bis 6 Jahren, wo wir wirklich modulare Sachen hatten und es gab einige Sachen, die nicht funktioniert haben mit Smartphones und wir haben jetzt System on a Chip und sowas. Und wenn man das macht, das bedeutet, dann haben wir ein modulares Design zu machen, ist sehr herausfordernd. Aber wenn die meiste Energie, der meiste größte Einfluss von Elektronik ist, aus dem Sand eben Chips zu machen, das hat den größten Einfluss. Und wir wollen das entkoppeln vom Rest und um einfach zuzusehen, dass das, was wir haben, länger hält. Und das hat Fairphone gemacht in ihrer Lifecycle-Analyse. Haben sie geguckt, was sie im ganzen Prozess für Emissionen haben. Und das erstmal ist, insgesamt ist es relativ wenig, aber wir haben, hier sind die Emissionen von der Produktion. Und was sie entschieden haben, ist, sie wollten das Telefon möglichst einfach für den Endbenutzer
reparierbar zu machen, indem man Teile austauscht. Deswegen ist es nicht mehr nicht nur ein Dreijahresprojekt, sondern hält für 5 Jahre. Und das hat einen großen Einfluss auf die Emissionen. Und das ist ein Beispiel, was wir uns nehmen könnten. Und Fairphone hat ein neues Feature und Sie haben darüber gesprochen. Und Sie sagen im Wesentlichen, wenn du dein Telefon nur die Kamera aktualisieren kannst, statt das ganze Telefon, dann reduziert man den Fußabdruck über die gesamte Lebensdauer. Und das zeigt, dass es hier vielleicht Optionen gibt für uns, wenn wir alles mit grüner Energie betreiben zum Beispiel. Das würde die Zahlen beeinflussen. Und ich habe euch jetzt gezeigt, dieses mentale Modell und wie das aktiviert werden kann. Und ich habe über Kohlendioxid gesprochen, aber jetzt gucken wir mal, wo wir hin als nächstes hingehen. Jetzt ist 2020 fast. Und das ist irgendwie, und es gibt, würde mir wünschen, dass Leute Fotos davon machen. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass andere Projekte auch sowas machen. Und wir müssen darüber nachdenken, wie wir Sachen bauen. Und wir müssen zum Beispiel genauso darüber nachdenken, wie wir über Asbest nachgedacht haben oder Partikelemissionen von Autos. Und wir müssen darüber nachdenken, was für Einflüsse CO2-Emissionen haben. Und wenn wir Dienste anbieten und bauen, müssen wir darüber nachdenken. Und dann müssen wir grüne Technologie bauen. Und das sollte der Normalfall werden. Und ihr müsst das einfach teilen mit eurem Chef, mit euren Kollegen. Und wir müssen darüber reden, wie schlimm die Situation wirklich ist. Und das ist wirklich das Mindeste, was wir tun können, was nicht teuer ist für euch. Und wenn wir wirklich so sowas zu machen, ist halt einfacher, wenn man halt Freunde hat. Und wir haben sozusagen eine sowas Ähnliches wie eine Slack-Gruppe. Und wir teilen halt unsere Strategien, unsere Ideen, weil halt auch nicht jeder kann Extinction Rebellion beitreten. Und wir haben halt verschiedene Themen, mit denen wir uns professionell beschäftigen. Und ich arbeite an meiner Stiftung und ihr könnt eure eigene Webseite hier überprüfen, inwieweit sie halt grün ist. Und es gibt einen Workshop von mir am Sonntag, 18 Uhr. I shared with you before about how large companies can basically fudge some of the numbers to make them look greener than they otherwise might. Ich zeige euch dann auf, wie einige große Firmen Greenwashing betreiben und um grüner zu erscheinen, als sie tatsächlich sind. Und ich möchte mit euch daran arbeiten, wie man tatsächlich überprüfen kann, ob Sachen wirklich grün sind. Und ich möchte mich auch dafür bedanken, dass ich mit euch hier sprechen konnte. Ihr könnt gerne mit mir nach dem Talk sprechen und hier sind meine Twitter- und GitHub-Handles und das, was ich halt auch immer gesehen habe, ist, dass wir halt eigentlich nicht so viele Möglichkeiten haben, tatsächlich was zu tun. Deswegen müssen wir uns halt zusammensetzen, überlegen, wie wir dann die Klimakrise zusammen abwenden können. Applaus. Vielen Dank. Wir haben viel Zeit für Fragen und Antworten. Aber ich möchte gerne, dass die Fragerunde qualitativ hochwertig ist. Also wenn ihr ans Mikrofon geht, bitte stellt sicher, dass es tatsächlich eine Frage ist. Und es interessiert mich nicht, wie dein Name ist und für welche Firma du arbeitest. Erste Frage aus dem Internet. The preview for the workshop Carbon TXT just now. Can you already share some strategies how kannst du schon Strategien teilen, wie die Green Web Foundation und andere solche Direktorien sich dagegen schützen können, für Greenwashing missbraucht zu werden? Ich denke, get familiar with this. Now I really apologize that a large punch of this was incredibly dry.
Also ich muss mich dafür entschuldigen, dass ein Großteil von diesem Vortrag dann eher trocken war. Es ist halt, es ist sehr viel Detailarbeit, man muss sich die Nummern anschauen. Und ich denke, man muss schauen, wenn eine Organisation nie bekannt gegeben hat, wann sie carbon-neutral sein wollen, wenn sie halt nicht ihre Emissionsdaten veröffentlichen und wenn sie halt nicht angeben, wie viel sie von fossilen Brennstoffen abhängig sind. Wenn diese Informationen nicht bereitgestellt werden, dann ist das ein schlechtes Signal. Und ich habe eine Webseite online, wo diese Fragen auch stehen, die man als Leitfaden nehmen kann. Zweite Frage aus dem IRC. Die Zahlen, die du erwähnt hast, die die Firmen veröffentlichen, kann man die verifizieren und wenn ja, wie? Unabhängige Überprüfung ist das, was man halt wirklich berücksichtigen muss. Oder? Also das ist sehr wichtig, dass man unabhängig verifiziert. Also alles, was wir uns angeschaut haben, wurde halt unabhängig bestätigt und überprüft. Aber man muss sich halt wirklich auch die Details anschauen und es ist echt schwierig und viel Lesestoff. Und es ist auch wichtig, dass es mehr Leute von uns gibt, die sich wirklich damit beschäftigen, wie viel Emissionen werden tatsächlich real ausgestoßen und auch Leute, die verstehen, wie das alles genau berechnet wird und wie halt Offsets funktionieren und wie kann es sein, dass halt es nur eine Person gibt, die halt alles dann verifiziert. Und es gibt halt Dinge, die halt dann ja nicht so verlässlich sind, wenn es nur eine Quelle gibt. Und es gibt natürlich auch noch staatliche Datenquellen. Und ich werde auch in der Session, die ich später anbiete, darüber noch genauer sprechen. Also alles, was wir über DNS wissen, also über Domain Resolve Auflösung, dafür brauchen wir jetzt keine Blockchain. Es gibt halt Dinge, die man halt auch berücksichtigen muss. Also man muss halt schauen, was ist wirklich effizient. Mikrofon 6. Hallo und danke für den Tag. Ich habe etwas gesagt darüber, man soll nicht Danke sagen. Ich habe es so verstanden, dass du versuchen willst, die Leute dazu zu überzeugen, ihre Emissionen zu senken. Und die meisten Manager, die ich kenne, sind eigentlich nur daran interessiert, Kosten zu senken. Gibt es einen Weg, die Reduktion von CO2-Emissionen in Kostensenkung zu übersetzen? Und gibt es auch etwas über die unsichtbare Hand des Marktes in dem Zusammenhang? Also wir haben halt nur Sektordurchschnittswerte für die Emissionen, was auch die Kosten angeht. Es gibt Leute, die wirklich nur auf die Kosten fokussieren. Aber es ist, also das ist halt auch die Frage, wie attraktiv macht man das Ganze, wenn jetzt unsere Geschichte die ist, dass wir sagen, wir machen das halt, um den Planeten zu retten, ist das halt eine deutlich attraktivere Motivation für viele Leute. Und mitunter auch für die Leute, die halt eher kostenorientiert sind. Und es geht halt auch darum, dass man zeigt, was es wirklich konkret bedeutet, wenn wir nicht das Klima retten, was das für finanzielle Konsequenzen hat. Und wenn man dann halt diese katastrophalen Kosten vergleicht mit dem Wechsel zu grünen Energien, dann ist relativ klar, dass
dass wir die nächsten, also dass das halt katastrophal wird und dass wir halt in den nächsten 5 Jahren massive Transitionen benötigen zu grüneren Energiequellen und besseren Lösungen. Und ich denke, man sollte halt nicht nur auf die Kosten schauen. Mikrofon 2. In your research, did you encounter a trade-off between, bist du in deiner Forschung über ein Trade-off zwischen Privatsphäre und Sicherheit und Carbon-Neutralität gestoßen? Ja, ich habe eine Firma gegründet, Amy, die und es ist wichtig, dass man die Versorgungskette und die Emissionen dieser Firma versteht, die ich gegründet habe. Und man kann dann halt auch sehen von anderen Unternehmen, wie viel CO2-Emissionen sie produzieren. Und ich denke, dass halt Leute dafür ins Rampenlicht zu stellen oder zu shame ist nicht die richtige Strategie oder es funktioniert halt nicht. Es ist, was wir halt wirklich brauchen, ist politische Entscheidungen, die tatsächlich richtige Konsequenzen haben für, also positive Konsequenzen haben für das Klima. Mikrofon 1. Can you make an educated guess on how much emission could be spared if like the Kannst du eine gute Schätzung abgeben, wie viel Emissionen die großen Anbieter sparen könnten, wenn sie deinen Ratschlägen folgen? Ja, ich habe euch die Zahlen für Google gezeigt, die verschiedenen Graphen, und man kann das machen. Ja, und das ist auch schon alles. Aber ich glaube, das ist nicht richtig, wenn man nur die CO2-Emissionen anguckt, davon das Internet zu betreiben. Dann 2/3 bis 80% von, das hängt davon ab, wo man genau hinguckt, und mehr als die Hälfte bestimmt, wenn man wirklich Datenzentren anguckt, die Hauptemissionsquelle ist davon, dass sie ständig an sind. Und wenn man diese Datenzentren, die 2 bis 3 Jahre laufen, ich weiß nicht, ob das stimmt, vielleicht stimmt das einfach für große Firmen gar nicht, aber niemand hat es bisher aufgeschrieben, und bevor das veröffentlicht wird, weiß man es nicht. Und aber es wäre wirklich toll, das rauszufinden, ob es diese Daten gibt, und es gibt viele Hacker, die das vielleicht wissen. Mikrofon 4. Wenn du darüber sprichst, Datenverarbeitung über den ganzen Globus zu verteilen, ist da nicht ein großer Overhead mit assoziiert, mit dem ganzen Hin- und Herschieben der Daten, dem Routen der Ops? Ja, ich habe mit dem Menschen gesprochen, Alan James, der daran gearbeitet hat, und ich habe gesagt, was du gesagt hast. Und ja, wir berücksichtigen das, denn wir können auch die Emissionen für die Migration von dem Container berechnen, von hier nach da. Und das heißt, sein Ansatz war wirklich, verschiedene Metadata-Tags zu benutzen, um diese Flexibilität zu haben. Und das ist nicht neu. Und Mastodon C ist auch eine Firma, die das schon vor 10 Jahren gemacht hat. Die haben die Green Cloud und selbst davor gab es schon Chasing the Moon, das Projekt. Und das hieß, ja, man kann das machen, wenn man wirklich immer auf der dunklen Seite der Erde macht. Das hört sich nach Metal an, aber das ist kein neues Konzept, aber ja, das ist cool. Mikrofon 5. Siehst du eine Chance, dass Regierungen das entsprechend unterstützen, zum Beispiel durch Steuersenkung für Unternehmen, die sich entsprechend verhalten? Ja, ich war bei der EU-Kommission über grüne öffentliche Beschaffung, die es seit einigen Monaten gibt. Und es gibt eine kleine Anzahl von Leuten von kleinen Firmen, und es waren viele großen Firmen da. Und ja, das Beste ist, benutzt unsere Cloud. Das ist die Lösung der Klimakrise. Aber es scheint Richtlinien zu geben,
für dieses Feld. Und ja, ich weiß, dass es, wir haben das schon gesehen, die in dem Europäischen Parlament, die haben die Klimakrise ausgerufen. Und ja, von 8% jedes Jahr für die nächsten Jahre. Und viele wissen nicht, was das sein soll. Für 8% Reduktion. Das ist wie der Zusammenbruch der Sowjetunion. Und ich glaube, wenn man eine besser gemanagte Reduktion der Emissionen hat, das ist besser für die Kontinuität von unserem Lebensstil, wie der Zusammenbruch der Sowjetunion. Aber in vielen Fällen haben wir einfach das Wissen nicht, um zu wissen, was wirklich effektiv ist. Und dass wir als Leute, die damit arbeiten, müssen wissen, wo die Hebel sind, wenn wir wirklich professionell arbeiten wollen. Ja, und das ist die Herausforderung, die vor uns liegt. Mikrofon 2, bitte. Du hast viel darüber gesprochen, dass Carbon-Emissionen daher kommen, dass man zum Beispiel Server betreibt. Und wenn man jetzt extrem hohen Datendurchsatz generiert, dann kriegt man ja einen erhöhten CO2-Ausstoß einfach durch die schiere Menge an Daten, die man durch das Internet, durch die Backbones, durch die gesamte Infrastruktur schickt. Plus Carbon-Emissionen, wenn man dann zum Beispiel im Browser die Seite rendert. Gibt es eine Schätzung, dass zum Beispiel 1 Terabyte Daten, das man von den USA irgendwo hinschickt, ein anderes Datencenter, dass das x Tonnen CO2 produziert? Ja, also was ist der CO2-Fußabdruck von einem Gigabyte Daten? Und es gibt zwei Organisationen, die das machen. Es gibt eine Community für grünere Web-Performance, die das verfolgen. Und es gibt zum Beispiel das Shift Project. Als wir über den als Video ist der CO2-Fußabdruck von Spanien, und in Firefox kann er die Zahlen sammeln, und ich habe auch ein interaktives Notebook, so dass man mal so grobe Zahlen kriegt für dich selbst. Das heißt, dann kannst du selber entscheiden, ob du dies machst oder lieber was anderes. Ja, die Green Web Foundation hat auch Sites, wo man diese Zahlen finden kann. Nächste Frage aus dem Internet. Das IRC sagt, dass Kubernetes zum Beispiel einen sehr hohen Idle-CPU-Betrieb verursacht. Und wenn man jetzt die Servernutzung gegen den Bedarf steuert, bringt das was? Ich weiß wirklich über Kubernetes nicht genug, um dazu qualifiziert was zu sagen, aber mein Gedanke war, das ist eine interessante Idee, weil man Cloud Computing wie eine Grundversorgung annimmt, und wenn es woanders funktioniert hat, dann kann das für uns vielleicht auch funktionieren, aber mehr weiß ich nicht wirklich. Aber ich kann dir sagen, es gibt ganz viel Unterstützung für diese Art Projekt, aber ich weiß es leider nicht genau. Wenn du mehr von Kubernetes weißt, dann red mit mir. Ich würde es gerne in der Zukunft besser beurteilen können. Mikrofon 3. How many talks do I have to attend here, so that it will have been worth it traveling here from Munich? Wie viele Talks muss ich mir anhören, damit es sich lohnt, dass ich von München hergekommen bin, anstatt dass ich sie im Internet angucke? Ja, das hängt natürlich ab. Wenn man zu einer Konferenz fährt, das ist nicht, um die Vorträge zu sehen, ist nicht der Grund, warum man zu einer Konferenz geht, sondern weil man Kontakt hat mit Leuten und Kommunikation mit Leuten von hoher Qualität. Man muss es nicht wirklich machen für die Vorträge, aber die physische Gesellschaft, Community zu haben, ist wirklich gut. Aber vielleicht die Zahl 7 könnte ich sagen, aber das würde nichts bedeuten, sondern das ist einfach viel komplexer. Aber es gibt einfach viele Sachen, um den CO2-Fußabdruck davon zu einer Konferenz zu fahren. Und ich habe mal eine Konferenz in London gemacht oder mitgeholfen, die heißt MapCamp, und wir haben versucht, das mit zu berücksichtigen, und im Wesentlichen kamen nur ganz wenige Leute aus Amerika, und die machten den halben Fußabdruck aus für die ganze Konferenz von 600 Leuten, und man könnte anfangen, einfach solche
Informationen vielleicht zu veröffentlichen. Und es gibt verschiedene Wege, das rauszufinden. Aber wenn du für die Vorträge hergekommen bist, ist das das eine. Aber wenn du hergekommen bist, um mit bedeutende, wichtige Gespräche mit Leuten zu haben, ist das was anderes. Mikrofon 4. Ist es möglich, eine automatisierte Plattform, einen automatisierten Service zu bauen, zu der man sich verbinden kann, die einem dann eine grobe Abschätzung über den Carbon Footprint basierend auf Bandbreite, Nutzung und Ähnlichem gibt? Ja, das kommt auf die Organisation an, je nach den Metriken, also Garbage in, Garbage out. Aber dieses Spreadsheet macht eine sehr vereinfachte, niedrige Qualität der Berechnung. Ja, es gibt den Green Cost Explorer und wir haben den AWS Cost Explorer geforkt und da sieht man, wo die fossilen Brennstoffe sind und dann bekommt man eine Idee. Und man kann die Zahlen ausrechnen, aber ich sehe das wirklich noch nicht, dass viele Firmen sagen, das ist ein Betriebsgeheimnis und wollen es nicht veröffentlichen. Und man kann nur ganz grobe Zahlen dann veröffentlichen. Und das grüne öffentliche Beschaffung, da hat man etwas Öffentlichkeit, um wirklich uns die Zahlen anzugucken. Aber in der Theorie ja. Mikrofon 2. A question about this double things that you are doing. On one side you have the getting. Ich habe eine Frage über diese zwei Sachen, die du machst. Auf der einen Seite tust du Dinge, also beschaffst zum Beispiel Infrastruktur, kreierst Infrastruktur, und auf der anderen Seite versuchst du Momentum in der Bewegung zu generieren, dafür Awareness zu schaffen. Und ich frage mich, wie zum Beispiel die Green Web Foundation sich dazu im Verhältnis steht, wie radikal kann man in diesem Zusammenhang sein? Wie aggressiv kann man Leuten ins Gesicht sagen, sie wären nicht grün genug? Also die Green Web Foundation sind einfach nur eine Handvoll Leute, das ist überhaupt nichts Großes. Und wir haben das seit 10 Jahren oder so und das ist das Ding, was wir in den letzten 6 Monaten gemacht haben. Ich bin im März dazugekommen und habe mir das angeguckt und wir sind im Wesentlichen, wir sprechen mit unseren Providern und wir brauchen einfach mehr und rigorose, richtige Daten, um Hintergrund zu schaffen für eure grünen Behauptungen. Und wenn es wichtiger wird, dann wird es auch immer wichtiger, genau diese Zahlen zu haben, wie man Entscheidungen zu machen, wie man die Infrastruktur auswählt. Und wir gehen in die richtige Richtung. Aber wenn ihr diese Informationen uns nicht gebt, dann können wir euch nicht mehr nutzen. Und wir sind nicht so sicher, aber wir geben denen eine Deadline für die Informationen. Und einige der Statistiken werden sich in den nächsten Wochen ändern, wenn wir andere Berichte bekommen und wir veröffentlichen Datensätze regelmäßig. Und dann könnt ihr das auch selbst sehen. Mikrofon Nummer 2. Hast du von der wissenschaftsbasierte Zieleinitiative gehört? Ja, das ist interessant, denn die gehören zu den, also wenn ihr das nicht wisst, was das sind Science-Based Targets, wissenschaftsbasierte Ziele. Wenn eine Organisation netto null haben will, dann müssen sie diese Schritte machen. Und das ist in vielen Fällen besser als gar nichts und gehören vielleicht zu den effektiveren Sachen, die man nutzen kann. Und wenn man, aber man muss wirklich verstehen, woher die Emissionen kommen in deiner Versorgung, in deiner Supply Chain. Und dann kommt man immer an die Probleme, die ich erklärt habe, dass man wirklich die Zahlen kriegt von den größeren Firmen. Und die sind sehr schüchtern, das zu veröffentlichen. Und wenn man wirklich keine staatliche Organisation ist, dann und in den Großbritannien gibt es jetzt verbindliche, gesetzlich vorgeschriebene Ziele und in den nächsten Jahren werden das einfach bessere Hebel und es ist jetzt das Gesetz, dass die Firmen das machen müssen und dann wird das vielleicht besser funktionieren.
Frage aus dem Internet. Du hast gesagt, dass Videos im Internet den Großteil des Energieverbrauchs ausmachen. Kannst du etwas dazu sagen, wie sich das verteilt auf Encoding, Speichern, Übertragung und Rendern? Ja, diese Zahlen sind nur für den Transfer. Und es gibt nichts über das Encoding, glaube ich. Ja. Folgefrage, kannst du in etwa sagen, wie viele Leute einsparen können, wenn sie auf niedriger im Vergleich zu HD-Auflösung bleiben? Ja, ich glaube, das ist irgendwie Faktor 4 mit anderer Auflösung oder so, aber das ist, da möchte ich lieber nichts zu sagen, weil wirklich denke ich mir das gerade nur aus. Aber ich weiß nicht, ob man Leute wirklich fragen sollte, bitten sollte, das zu machen, weiß ich nicht, ob das gut ist, aber wirklich die Nutzung von fossilen Brennstoffen einzuschränken, ist viel besser, als Leuten zu sagen, keine HD-Videos zu gucken. Und wir lieben Technologie und wir sind einfach 14.000 Leute hier, weil wir Technologie gut finden. Und Leuten zu sagen, sie sollen keine neue Technologie benutzen, sondern lieber grüne Energie benutzen statt Fossilbrennstoffen. Letzte Frage. Ich arbeite für eine Firma. Ich habe gesagt, keine Firmennamen. Wenn eine Firma viele Server besitzt und die einzige Möglichkeit, den CO2-Abdruck zu reduzieren, wäre der Wechsel zu grün produziertem Strom, das würde die Energiekosten erhöhen. Und ich fürchte, ich habe keine guten Argumente, aufgrund erhöhten Kosten nach diesem Wechsel zu fragen. Grüne Energie ist eigentlich billiger. Speicherung ist einfach 80% billiger geworden. Das ist einfach eine massive Reduktion und das Problem wird gerade gelöst. Und wenn man den Provider sich aussuchen muss, dann muss man einfach gucken, von wem man Strom beziehen will. Und wenn man das Argument machen will, dann wollen Leute in Firmen arbeiten, die den Planeten nicht zerstören. Und wenn man Leute anwerben will, dann kann man sagen, hey, wir sind ein Teil der Lösung und nicht des Problems. Und das funktioniert bei vielen Firmen einfach. Und das ist einfach ein Tool, um Leute anzuwerben oder so wie Homeoffice arbeiten. Wenn man Kinder hat, die leben dann noch, wenn das passiert. Okay.